ein ausfüllbares Formular erstellen. In Reiter LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie ein ausfüllbares Formular Kaufvertrag für den privaten Verkauf V6 in Reiter als ODT-Datei erstellt wird und zur Verwendung als PDF-Datei exportiert wird. Eine Anleitung und die Arbeitsdokumente finden Sie unter. Wir öffnen in Reiter das vorbereitete Dokument Kaufvertrag für den privaten Verkauf V6. Wir speichern es gleich wieder unter dem Namen Kaufvertrag für den privaten Verkauf V6 ausfüllbar. Wir beginnen damit, die Textbegrenzungen und Tabellenbegrenzungen einzuschalten. Dazu wählen wir Ansicht, Textbegrenzungen und Tabellenbegrenzungen. Um die Formularfelder einfügen zu können, wählen wir Ansicht, Symbolleisten, Formularsteuerelemente. In der Symbolleiste Formularsteuerelemente schalten wir in den Entwurfsmodus. Zunächst schalten wir noch die Formatierungszeichen ein. Wir klicken auf das Symbol Textfeld und ziehen ein Textfeld auf. Ein Doppelklick auf das Textfeld öffnet die Dialogbox Eigenschaften Textfeld. In der Dialogbox passen wir das Textfeld für unsere Zwecke an. Für die Schrift stellen wir ein Kalibri und 9 Punkt. Für die Höhe geben wir 0,60 cm ein. Diese Werte sind für alle Felder gleich. Die Breite passen wir auf 8,00 cm an. Um nicht jedes Mal alle Werte einzugeben, kopieren wir das Textfeld und fügen es beim nächsten Platzhalter ein. Für eine eindeutige Zuordnung des eingefügten Textfeldes ändern wir noch den Namen, also Textfeld 2. Auf diese Weise können wir die weiteren Felder einfügen und so weiter. Nachdem wir bis Textfeld 25 eingefügt und die Breiten angepasst haben, kommt jetzt ein numerisches Feld dazu. Wir klicken auf das Symbol Numerisches Feld und ziehen das Feld auf. Wir passen das numerische Feld an. Die Breite setzen wir auf 5,20 cm. Die restlichen Felder fügen wir wie schon beschrieben ein. Bevor wir das Dokument nun speichern, wählen wir Datei, Eigenschaften und den Tab Schriftart. Wir machen ein Häkchen bei Schriftarten ins Dokument einbetten. Diese Funktion kann dazu führen, dass das Speichern und Laden des Dokuments etwas länger dauert. Wir speichern nun das Dokument, indem wir auf das Symbol Speichern klicken. Nun exportieren wir das Dokument noch als PDF-Datei. Wir wählen im Menü Datei als PDF exportieren. In der sich öffnenden Dialogbox PDF-Optionen ist darauf zu achten, dass ein Häkchen bei PDF-Formular erzeugen gesetzt ist und klicken auf Exportieren. In der nachfolgenden Dialogbox Exportieren suchen wir das gewünschte Verzeichnis aus und klicken auf Speichern. Reiter kann jetzt geschlossen werden. Wir öffnen nun die PDF-Datei. Das Formular können wir jetzt ausfüllen.
Nach dem fertigen Ausfüllen sollte die PDF-Datei unter neuen Namen gespeichert werden. Als Name geben wir beispielsweise ein Mein ausgefülltes Formular. Eine Anleitung und die Arbeitsdokumente finden Sie unter